Hallo liebe Angelfreunde, wir haben Januar 2024. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Dicke Fische, viel Petri Heil. Das ist die erste Better Fishing Box 2024 aus dem Januar und die werde ich jetzt mit euch zusammen öffnen. Ich werde sie ein bisschen zugeklappt lassen, damit ihr nicht reinlullen könnt. Und hole mir den ersten Köder raus. Und zwar haben wir hier einen Köder von Mollix. Und das sind 10,5 Gramm. Und das ist, glaube ich, ein Gummiköder, der bereits einen Haken hat. Ich zeige euch den mal. Ich hole ihn mal raus. Kleines Schwänzchen, dann bereits mit einem Haken und hier ein Weedguard, damit ihr nicht so viele Hänger habt. Hier eine kleine Öse zum Anködern. Genau, hier unten noch mal kurz. Schöner Köder. Ich lasse mich auch mal überraschen. Ich greife auch einfach mal so rein. Dass wir was von oben nehmen. Und zwar haben wir hier ein Pike Shatter. Gramm. Ah, okay, das ist irgendwie so zweiteilig. Gucken wir uns gleich mal an. Die Farbe ist Motoröl und die Hakengröße ist ein 5-0er. Ich mach den mal auf. Genau, hier vorne, ne, mit einem Shatter. Schwarzes Gewicht, grünes Flatterhaar, silbernes Blatt und hinten hat er dann noch mal quasi diesen, wie nennen Sie das? Nee, haben sie gar nicht. Genau, und hinten ist dann wie so ein Gummischwänzchen noch dran für extra Action. Zwei Haken. Und da hinten bewegt sich schön mit. Das ist ein cooler Köder. Habe ich so auch noch nicht. Ist auch eine gute Größe. Damit lässt sich gut Hecht fangen. So. Stell die Box mal runter, die ist so ein bisschen im Bild und greifen wir gleich den nächsten Köder oder auch nicht Köder. Wir haben hier einen Vorfach aus Titanium für Predator und zwar hat es eine Tragkraft von 10 Kilogramm, ist 40 Zentimeter lang und es sind zwei Stück drin. Das brauche ich jetzt nicht auspacken. Dann geht's weiter. Und zwar mit Nays. Geflavored mit Shrimp, Size 2,5. Und die Farbe sind ja immer Zahlencodes. Das ist so ein, auch so ein, irgendwie so ein Motorölbraun. Gucken wir uns gleich mal genauer an. 2, 4, 6 sind 8 Stück. Genau, steht hier auch. Gucken wir mal rein. Schön fürs Netrig. Ja, die riechen gut. Ne, sind so ein bisschen rötlich-braun und haben innen drin noch so rote Flakes. Auch schön geflavored. Riecht gut. Ne, in so einem Netrig. Als kleinen Barschverführer. Sehr, sehr gut. Die habe ich auch noch nie gefischt. Noch nie geangelt. Ich habe die bereits auf der Angelmesse auch gesehen
Und bin jetzt ganz froh, dass sie in der Box sind, dass ich sie mal austesten kann. So. Dann machen wir weiter mit einem Hardbait. Wie nennt er sich? Snake. Der ist 10,7 Gramm schwer und 98 Millimeter lang. Oben so ein bisschen, ja, braun-gold. Und dann wird er zum Bauch hin weiß. Kleine Tauchlippe. Steht er dabei, was der für eine Tauchtiefe hat? Kann jetzt auf die Schnelle nicht sehen. Nee, kann ich euch gerade nicht sagen. Zwei Drillinge und kleine Kügelchen drin. Ein hübscher Köder. So, geht's weiter. Und direkt noch ein Hardbait von Westin. 9 cm, 9 Gramm Suspending. Geile Farbe. Schön knallig. Direkt hier auseinandergenommen. Dü-dü-düm. Suspending Motoröl. Genau, nennt sich der. Oben dunkel, ne? Dann hier klassisch dieses Motoröl. Lange Tauchlippe und dann hat er hier, ups, zwei Drillinge dran. Ist echt ein ganz geiles Rot. Ein hübscher Köder. So, dann haben wir hier nochmal Westin. Und zwar Gummifische. 12 cm groß. Ich guck mal, wie ich die aufbekomme. Nee, geflavored sind sie nicht. So ein Perch, so ein Barsch-Imitat. Die Augen sind witzig, so richtig glubschig. Genau. Eine gute Größe, schöner Köder. So, Gummibärchen. Dann haben wir hier noch zwei Haken. Einmal 3 Gramm, nee, zweimal 3 Gramm. Zeigt ihr euch mal so ein Netrig, ne? Kann man vielleicht direkt die Nace-Köder anködern. Das müsste passen. Und dann kommen wir leider auch schon zum letzten, wie ich sehe, glaube ich hier. Aber es ist noch ein Hardbait. Stees, Shad, 2,5 Meter, das ist dann wahrscheinlich die Tauchtiefe. Eine sehr, sehr interessante Farbe. Die sieht so ein bisschen milchig aus, so matt. Große Tauchlippe, ne? 2,5 Meter. Zwei Drillinge. Dann ist der hier oben ja so rosa-pink. Und dann an den Seiten noch mal ein bisschen lila. Und dann wird er so ein bisschen weiß. Ist definitiv mein Favorite aus der Box. Den finde ich wirklich cool. Die Farbe gefällt mir total gut. Ich mag dieses Matte gerne, dieses Milchige. Die Tauchlippe ist auch so milchig. Also den finde ich wirklich richtig geil. Ich denke, der wird sehr, sehr, sehr gut auf Barsch gehen. Schöner Köder. Wirklich hübsch. Das war es leider schon. Dann haben wir hier noch.
Ja, einmal noch mal eine kurze Beschreibung. Immer dabei, praktisch zu den Ködern. Dann noch so eine kleine Karte und Better Fishing Box Aufkleber. Der sieht auch süß aus. Hübscher Aufkleber. Das war's mit der ersten Better Fishing Box aus dem Jahre 2024. Eine schöne Box. Mein Favorite Köder, der Matte, der von Stees. Aber sind coole Sachen dabei. Viele Hardbaits auch dabei. Ich bin gespannt, wie es in dem Jahr weitergeht. Petri heil und bis ganz bald, eure Sina.